Ich grüße euch auf meinem YouTube-Kanal beim Crafty Fisherman und möchte mich erstmal an dieser Stelle bedanken für die vielen Kommentare, die mich erreicht haben zu dem ersten Teil aus dem Leben eines Guides. Vielen Dank, es hat mich echt gefreut, es sind richtig coole Fragen auch dabei und ich möchte mir jetzt mal die Minute nehmen und möchte auf einzelne Fragen direkt eingehen, damit das nicht liegen bleibt. Und werde aber sicherlich auch spätere Filme direkt in der Praxis dann nochmal auf das ein oder andere spezifisch eingehen. Und da wollen wir gleich anfangen mit einer Frage, die ich selber cool finde und die ich auch auf vielen Messen öfter bespreche mit Leuten. Und hier geht erstmal ein Dank raus an den Manuel, der hat die Frage gestellt und der möchte gerne wissen, wie ich meine Vorfächer auswähle. Zum Beispiel an die Situation, die Länge vom Vorfach, ob ich dann Mono oder Geflecht einsetze. Und das ist eine Sache, die viele Angler interessiert. Und ich möchte euch aber mal grob jetzt an die Hand geben, wie ich das in der Regel handhabe. Und zwar ist es so, ich lege mich immer bei der Vorfachwahl auf meine Köder, die ich einsetze, erstmal. Danach wähle ich mein Vorfach. Die Bedingungen, sprich Strömung, stehend und so weiter, das ist wichtig. Und auch, was immer so ein bisschen mitentscheidend sein kann, ist der Angeldruck. Den will ich aber erstmal ein bisschen hinten anstehen lassen. Und zwar geht es darum, ich bin sehr viel an den Top-Revieren in Europa unterwegs und da darf ich fast überall lebende Köder einsetzen. Und das ist immer wieder ein Garant für monophiles Vorfach. Monophiles Vorfach kommt bei mir sehr, sehr oft zum Einsatz und das aus drei Gründen. Zum ersten besitzt es eine Steifigkeit, womit Tangles ausgeschlossen sind. Das zweite ist, es ist relativ glatt und erzeugt unter Wasser weniger Störungsgeräusche, wie jetzt zum Beispiel ein Geflecht. Und das dritte ist, aufgrund der Steifigkeit von dem Mono sind Fehlbisse weniger. Das ist mein erster Punkt, wonach ich mich immer orientiere. Hier kommt aber gleich wieder die erste Besonderheit, wenn ich zum Beispiel kleine Köder einsetze, ich denke hier an kleine Güstern, Rotaugen und so, und ich habe fast stehende Bereiche, egal ob jetzt im See oder auch im Flüssen, gibt es das auch sehr viel, dann greife ich nach wie vor noch auf ein dünnes Powerleader-Vorfach zurück. In der Regel mit 1 mm Stärke und da ist wieder der Hintergedanke dabei, dass der Köder natürlicher arbeiten kann. Nichtsdestotrotz ist Powerleader und das Mono bei mir fast immer als Kombi-Rig im Einsatz. Das hängt daran, ich fische sehr gerne in Italien zum Beispiel die Haarmontage. Die Haarmontage sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben, ist ähnlich wie ein Boilie-Prinzip und an unserem Haar ist im Prinzip ein kleiner Führungshaken, wo ich sehr gerne auf den Rigging-Hook zurückgreife, Größe 5, Größe 7, je nach verwendeter Ködergröße. Und das Ganze zum eigentlichen Fanghaken, dem Megahook Größe 8,0, verbinde ich auch immer mit einem Powerleader-Vorfach in der Stärke 1 mm, 80 kg Tragkraft. Auch hier ist der Hintergedanke dabei, dass der Köder natürlicher präsentiert werden kann und das Stück vom Fanghaken zur Hauptschnur, das ganze Vorfach besteht dann wieder aus Mono, um wieder die drei Vorteile zu nutzen. Die Steifigkeit, womit Tangles ausgeschlossen sind, dass es unter Wasser weniger Störungsgeräusche erzeugt und dass der Haargeffekt meistens besser ist. Und so habe ich das immer kombiniert und das ist meine Standardpräsentation bei lebenden Ködern. Auch hier nochmal nicht nur bei der Haarmontage greife ich dann auf dieses Powerleader zurück, auch wenn ich dann Ghost Hooks einsetze bei größeren Ködern oder ich verwende dann auch den Single Ghost Hook und Ghost Hook plus den Führungshaken bei XXL Ködern. Da nehme ich dann auch wieder Powerleader, weil das Powerleader schön an den Köder anliegt. Der kann da besser arbeiten und obendran wieder gesagt die Mono. Das ist eigentlich meine Standardpräsentation und wenn ihr viel in Deutschland unterwegs seid und müsst oder seid auf tote Köderfische angewiesen beziehungsweise auch auf Wurmbündel, ist auch nach wie vor das Mono aus den drei positiven Aspekten immer meine erste Wahl.
Allein schon bei der Verwendung von Rotations-U-Posen scheidet ein Geflecht komplett aus. Nur beim Monofilen ist eine Rotations-U-Pose sinnvoll einzusetzen, weil wenn ihr dann Geflecht nehmen würdet, würde euer ganzes Vorfachfrüs nur noch so groß sein, weil das sich ineinander reindreht. Mono umgeht das. Und deswegen auch hier eine ganz einfache Montage, Drilling, Rotations-U-Pose, relativ dicht vor den Drilling, das Ganze dann mit Würmern bestückt. Und so könnt ihr dann auch in Deutschland ganz legal angeln. Und habt auch hier wieder mit dem monofilen Vorfach die drei positiven Aspekte für euch genutzt. Das ist auf jeden Fall das Erste, wonach ich meine Vorfächer auswähle. Ist relativ schnell beantwortet. Und dann, was der Manuel auch noch wissen wollte, die Länge von den Vorfächern. Auch sehr interessant. Standardlänge bei mir unter Wasserposen-Vorfächer sind 2 Meter bis 2,50 Meter. Auch hier ist es mir egal, ob die Gewässertiefe dann nur 1 Meter bis 2 Meter beträgt. Auch dann ist mein Vorfach so lang. Und das liegt in der ersten Regel daran, dass die Strömung die Unterwasserpose nach unten drückt. In der Regel hat sich's herumgesprochen, sind dezente Köderpräsentationen auch bei Tauwürmern besser. Das heißt, kleinere U-Posen-Modelle zu verwenden. Ich denke hier an die Mikro-U-Posen mit 1,5 Gramm geht das los. Diese schalte ich dann mehrfach auf das Vorfach oder dann, was ich maximal noch einsetze, gerade an so fremden Revieren, wo der Angeldruck noch nicht so hoch ist, sind bis 60 Gramm. Aber auch selbst da habe ich die Erfahrung gemacht, weil ich mir das selber angeschaut habe mit einem relativ großen Köder. Ich spreche von Köder um die 200 Gramm bis 300. Die Portionsforellen reichen 60 Gramm nicht aus, dass der Köder in den schnell fließenden Bereich auf 1,50 Meter und das Vorfach ist dann 2,50 Meter, ist der nicht an der Oberfläche. Der ist dann zwar knapp drunter, hat immer diesen Radius. Aber der Hintergedanke dabei ist eigentlich, dass die U-Pose den Köder dazu animiert, dass er hochkommt, dass der schwimmen muss. Und wie gesagt, das staffel ich dann immer ab, immer verschiedene U-Posengrößen, aber das ist so meine Standardlänge zwischen 2 bis 2,50 Meter. Die Haken hatte ich schon mal ganz kurz erwähnt, passe ich immer an meine jeweiligen Köder an. Natürlich XXL-Köder angeln, das sind dann für mich schon Köderfische in dem Kilobereich. Dann nehme ich dann wirklich den Mega-Hook-Größe 10, 12, 0, also richtige Greifer. Dazu meistens den Single-Ghost-Hook-Größe 7, den setze ich in die Flanke und meistens dann im After-Bereich nochmal einen 4-0er-Ghost-Hook. Und da ist so ein XXL-Köder auch gut präsentiert, sodass man auch wenig Fehlbisse bekommt. Und natürlich fische ich aber sehr selten solche XXL-Köder. Meistens ist die Präsentation viel, viel besser und man bekommt auch mehr Fische ans Band mit kleinen Ködern. Also scheut euch nicht, Brassen zu verwenden von der Handgröße, sind nach wie vor coole Köder. Und da nehme ich natürlich dann die Haken dementsprechend kleiner. Also wie gesagt, dickes Lob hier an die Frage, Manuel. Grüße gehen zurück nach Österreich. Und der Henser hat dann auch noch gefragt, was hat es mit den Blackhead-Sachen auf sich? Ist das nur ein Sponsoring? Bekommt ihr Geld von ZEPCO? Gehören euch Anteile? Wie seid ihr zu Blackhead gekommen? Verdient man mit dem Job so viel, dass man nichts mehr anderes machen muss und davon gut leben kann? Liebe Grüße, Hans. Ja, Hans, Grüße auch zurück. Auch diese Frage hat den einen oder anderen interessiert. Finde ich auch eine coole Frage. Fangen wir mal gleich oben an. Was hat es mit den Blackhead-Sachen auf sich? Ich fange jetzt mal so an, wie sind wir zu Blackhead gekommen oder ich? Ich bin seit 2005 bei der Firma ZEPCO Sports Europe unter Vertrag. Hauptsächlich bin ich damals dazu gekommen für das Karpfenfischen. Und damals hatte ZEPCO schon eine relativ kleine Sparte Wallergerät. Haken, Ruten, Vorfachmaterial und einen mega coolen Rutenhalter hatten die damals. Der war sehr, sehr gut, der Rutenhalter. Leider hat er sich nie gut verkauft. Der war auch relativ teuer, aber sehr, sehr durchdacht für die Zeit damals. Und es ist so, wo ich dann angefangen habe, habe ich viel auch mit Stefan zusammen gefischt. Und solange wie ich Stefan kenne, war der schon immer der Meinung, man muss ein cooles, innovatives Wallerprogramm aufnehmen. Das verkauft sich. Das ist ein Fisch, der nach wie vor immer mehr Leute in ihren Bann zieht.
Und ja, der hat eindeutig damit recht gehabt. Und ZEPCO war damals ein bisschen verhalten, weil die halt gesehen haben, dass das damalige Wallerprogramm sich relativ schlecht verkauft hat. Der Markt war damals natürlich auch noch viel kleiner wie heute. Und erst durch die ersten Doppelweltrekordfänge, welche wir erzielen konnten in den Jahren 2006, hat dann ZEPCO mehr und mehr ein Gehör dafür gefunden. Und Stefan konnte dann seine Ideen, Name, das ganze Auftreten, also die Logos, die Brandings und so in die Firma einbringen. Und so ist das Ganze dann entstanden. 2007 haben wir dann die ersten Muster für unsere erste Pro-Tour da mitnehmen dürfen. Und das ging dann relativ schnell. Stefan war und ist die treibende Kraft, ist auch nach wie vor da der Teamleader, der alle verschiedenen Charaktere da untereinander hält. Wir haben einen riesen Teamanglerstamm mittlerweile über ganz Europa verteilt und ich bin seit erster Stunde dabei, eigentlich immer hauptsächlich dafür, um im Hintergrund Stefan zuzuarbeiten für seine Bilder, Videos etc. pp. Dahingehend, dass sich das relativ rasant entwickelt hat, war es dann halt so, dass viele Messenanfragen waren, viele Zeitschriften, die Waller was machen wollten. Und so kam es dann, dass ich nach und nach eigentlich diesen fehlenden Part, den Stefan nun mal nicht alleine abdecken konnten, ausgeglichen habe, habe viele Messen dann mit gemacht. Mittlerweile in vielen, ja, auf vielen Messeauftritten bin ich da vertreten mit Vorträgen. Und so hat sich das Ganze aufgebaut. Und im Jahre 2009 sind wir dann in die Selbstständigkeit mit unseren geführten Guiding-Touren. Und ja, so ist das eigentlich Ganze entstanden. Und nochmal dann auf die einzelnen Punkte zurück. Ich halte keine Anteile am Black Hat. Ich bin gesponsorter Angler von der ersten Stunde an. Ich arbeite im Hintergrund viel mit, was die Bilder angeht, also Produktionsbilder und so, was ich dann ZEPCO zur Verfügung stelle. Natürlich Marketing, das hängt damit zusammen, Artikel schreiben, Sachen vorstellen etc., was so alles damit zusammengehört. Aber ich kann auch nach wie vor meine Ideen mit einfließen lassen. Ich bin mit Stefan viel am Wasser, wir reden viel über neue Produkte, probieren viel. Das ist nach wie vor, glaube ich, unser größter Vorteil, dass wir beide ein sehr hohes Level fahren können, sehr viel in unsere eigene Fischerei investiert haben und tauschen uns da aus. Jeder hat so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Wir treffen uns da wieder immer auf der Mitte und das bringt das eigene Fischern, die eigene Fischerei extrem nach vorne. Und natürlich dann auch die Kleinteile und das, was wichtig ist, sind dann wirklich Innovationen, die in der Black Hat Range dafür viel Furore gesorgt haben und nach wie vor da, ja, an der Spitze stehen im Waller-Segment. Ich denke hier nur an die Wheelchewee-U-Pose. Das ist jetzt so eine Sache, die ganz aktuell ist, wurde erst belächelt. Aber die ersten Fänge waren schon der Wahnsinn. Stefan hat das dann mitgehabt. Und in diesen Phasen, wo das Wasser aus dem Hochwasser zurückging, in eine fallende Periode aufgeklärt ist, die Fische waren vollgefressen, waren auf einmal Unterwasserposen, die einen gewissen Druck erzeugen, besser wie eine unauffällige Köderpräsentation. Und hier ist wieder dieser ganze Hintergedanke. Eine Rotations-U-Pose war in den meisten Revieren beziehungsweise in den meisten Gebieten dann nicht sinnvoll einzusetzen, weil die Strömung zu langsam war. Und so kam er dann auf die Idee mit diesen Wheelchewee. Eine super geile Idee, ist eigentlich erstmal banal, aber diese kleinen Feinheiten können dann eben diesen Fangunterschied ausmachen. Und es ist dann eben kein Zufall, wenn zwei Teams am Wasser sind, zeitgleich, und das eine Team fängt dann wirklich 9 Fische und das andere Team 2, 3. Und dann tauscht man sich aus, wie hast du geangelt? Okay, ich staffel viel ab, EVA, immer in das, wo ich das meiste Vertrauen habe, Mikro-U-Posen und so weiter. Und dann hat man eindeutig gemerkt, dass in solchen Phasen, wie ich gerade beschrieben habe, die Wheelchewee klar vom Vorteil war. Und das sind so Sachen, die, glaube ich, uns abheben von vielen Mitbewerbern auf dem Markt. Aber ich selber bekomme kein Geld von ZEPCO. Ich bin gesponsorter Angler, die unterstützen meinen Angeln und ich lebe wirklich nur vom Guiding. Ich bekomme noch Honorar für Messen, aber auch für Zeitschriften, wenn ich da Artikel mache. Das ist aber überschaubar. Damit decke ich meistens meine Reisekosten für so Abenteuertouren. Und so ist eigentlich die Frage relativ schnell beantwortet. Deswegen nochmal hier ein Riesendank an Hans. Eine coole Frage. Und dann Turbo,
hat geschrieben, nur Nichtskönner brauchen Geiz. Auch da kamen Antworten dazu und ich will mir das mal annehmen, weil das, glaube ich, nach wie vor ab und zu mal diskutiert wird, zumindest unter der Hand auch mal besprochen wird. Ich selber nutze schon lange die Dienste von Guides. Ich denke hier nur, wenn ich zum Thunfischangeln fahre, war ich jetzt schon ein paar Mal bei Michael Kinser am Po-Delta vom Wallerparadies, kann ich auch nur empfehlen. Das sind so Sachen, die würde ich nicht alleine machen. Man kann sicherlich auch dort ein Boot alleine mieten und wenn man sich das Angeln anschaut, denkt man so einfach, der setzt einen Anker irgendwo und fängt dann an zu füttern, hängt dann viele Stunden vor Anker. Aber das, was wir als Gäste dann gar nicht wissen, ist, der weiß dann eben, wie die Strömungen laufen, wo es effektiv ist, das Boot überhaupt zu verankern im Meer. Das sind dann alles so Sachen und dafür ist mir meine Zeit zu kostbar, um das in vielen Sessions selber rausfinden zu wollen oder zu können. Und deswegen nutze ich da nach wie vor die Dienste eines Guides oder ich denke ja auch an das Bottenangeln, an riesige Gebiete, wo man eigentlich, ja, ich denke, nicht viel effektiver fischen kann, wie auf einem wirklich einen guten Guideboot, der weiß, wie die Bedingungen sind, welche Plätze dann erfolgsversprechend sind und so weiter und so fort. Und deswegen ist es definitiv an den Hahn herbeigezogen, dass nur Nichtskönner auf die Dienste eines Guides angewiesen sind. Zum anderen ist es nach wie vor so, dass man selber seine eigene Fischerei extrem pushen kann dadurch. Man ist mit Profis dann zusammen unterwegs und wer sich da viele Handgriffe abschaut, Feinheiten dann auch mal mit dem bespricht, kann sich da viel, viel Zeit, viel, viel Lehrgeld sparen und da seine eigene Fischerei mit nach vorne bringen, das Ganze mit einfließen lassen und sich dadurch pushen. Deswegen denke ich auf jeden Fall, ist Guiding für alle geeignet und ich glaube auch hier gerade wie jetzt solche Reviere, Ebro und natürlich auch der Po, wo wir viel unterwegs sind. Ja, die meisten Leute haben eine, maximal 2 Wochen Zeit im Jahr, um das zu machen. So und viele, die von euch schon dort waren, die wissen dann auch, ein Boot kostet auch im Schnitt 500, 600 Euro, je nachdem, wo ihr hinfahrt. Und dann die paar Euro, auf Deutsch gesagt, mehr, was dann komplett Guiding kostet, ist es sehr oft dann wert, weil wir halt viele Feinheiten wissen, die ihr als in Anführungszeichen normaler Gast nicht wissen könnt. Und das sind dann so Sachen, da ist es dann effektiver, den Euro mehr in die Hand zu nehmen, um dann wirklich das Optimum aus der Zeit auch rausholen zu können. Somit möchte ich erstmal die aktuelle Fragerunde beenden, damit wir das nicht zu lang werden lassen. Denn für mich steht jetzt ein komplett neues Projekt vor der Tür, darauf freue ich mich auch. Und das ist eine neue Abenteuertour mit meinen Freunden Olli und Micha. Und für all diejenigen unter euch, die den Kanal noch nicht abonniert haben, tu doch das, lasst mir ein Like da. Und im Januar, gleich Anfang Januar, werde ich euch dann verschiedene Teile präsentieren von dieser Abenteuertour. Ich freue mich schon drauf. Wir haben da jetzt viel Vorarbeit wieder reingesteckt in diese Tour. Für all diejenigen, die noch nicht wissen, was ich da mache, klickt doch einfach mal auf meinen YouTube-Kanal unten auf die Playlist Abenteuertouren. Da war ich schon in Frankreich unterwegs mit Kevin, mit Thomas durch Polen an die Grenze zu Weißrussland, mit Micha in Italien dieses Jahr. Und sowas machen wir jetzt auch an spanischen Flüssen für uns neue Reviere. Ich bin gespannt, was da auf mich zukommt und sage bis dahin vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch, einen guten Start ins neue Jahr und Anfang Januar auf meinem YouTube-Kanal dann der Film zu der Abenteuertour, die Monstertour dann im spanischen Outback. Bis dahin alles Gute, euer Benny. Ciao.